Auf weltpolitischer Ebene werden an die Rammstein-Konferenz, die heute stattfindet, immense Erwartungen gehegt. Hier geht es vor allem auch um die Lieferung schwerer Waffen, wie zum Beispiel Panzer, an die Ukraine. Die Frage ist aber auch, wie geht es weiter mit der Lieferung schwerer Waffen und auch Panzer aus Deutschland? Diese Forderung ist nicht neu und wird auf politischer Ebene immer wieder gefordert. Aber die Bundesregierung scheint sich schwer damit zu tun, Waffen zu liefern oder überhaupt welche in ihren Beständen finden zu können. So titelte am 18. Januar der Business Insider: Scholz und die verzweifelte Panzersuche. Kann der Kanzler sein Marderversprechen für die Ukraine nicht halten? Vor rund zwei Wochen hat Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, der Ukraine 40 Schützenpanzer des Typs Marder versprochen. Doch aktuell ist immer noch nicht klar, wo die eigentlich herkommen sollen. Nach Recherchen von Business Insider musste das Bundesverteidigungsministerium intern immer wieder erklären, dass es nicht über 40 Fahrzeuge verfüge. Zuletzt hatte man offenbar von einem großen Ausbildungszentrum Marder abziehen wollen. Scholz droht damit auf dem Rammstein-Gipfel am Freitag eine doppelte Blamage. Er muss womöglich einräumen, zu viel versprochen zu haben. Und offenbar ist bis Mittwochvormittag auch weder klar, ob man Leopard-2-Lieferungen aus Polen, Finnland und Estland zustimmen wolle, noch was Deutschland über Marder und Leopard-Panzer hinaus liefern kann. So trägt Scholz jetzt das Erbe jahrzehntelanger Politik, in welcher die Bundeswehr systematisch kaputtgespart wurde. Denn eigentlich auf dem Papier gibt es genügend Fahrzeuge. Nach Informationen von Business Insider insgesamt 350 Stück. Doch allenfalls 140 bis 150 sind dem Vernehmen nach einsatzbereit. Davon ist ein Teil wiederum für die schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehen, andere für Ausbildungen und anderweitige Einsätze. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass viele der vorhandenen Marder auch für Ersatzteile ausgeschlachtet werden müssen, weil einige Teile nicht mehr produziert werden. Die Faustformel laut Insidern: für ein einsatzfähiges Fahrzeug braucht man rechnerisch bis zu zwei andere Fahrzeuge als Ersatzteillager. Seit gestern ist Boris Pistorius neuer Verteidigungsminister und von nun an muss er sich mit der Problematik auseinandersetzen und herumschlagen. Ob er hierzu die richtige Wahl war, das wird sich dann in ein paar Wochen oder Monaten herausstellen. Aber auch Boris Pistorius muss nun überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was die Bundeswehr noch zur Verfügung hat und was man davon eventuell vielleicht überhaupt an die Ukraine abgeben könnte. Und so konnte von der Rammstein-Konferenz heute aus deutscher Sicht nur verkündet werden: Pistorius lässt Leopard-Bestände prüfen. Exportfrage offen. Demnach will Boris Pistorius anscheinend den Fehler, der bei der Marder-Entscheidung gemacht wurde, nicht wiederholen. Für den Fall, dass Deutschland der Ukraine Leopard liefern sollte, lässt der Verteidigungsminister prüfen, wie viele dieser Kampfpanzer vorhanden sind. Ob andere Länder Leopard liefern dürfen, sei nicht entschieden. Daraufhin meldete sich aber direkt die FDP zu Wort, indem der FDP-Politiker Markus Faber darauf hinwies, dass diese Prüfung längst erfolgt sei. Das Bundesverteidigungsministerium weiß natürlich, wie viele Panzer es hat und in welchem Zustand die sind, so Faber im Interview mit NTV. Dies sei in den vergangenen Wochen ausgiebig geprüft worden. Offensichtlich muss man den Minister noch darüber informieren, damit er eine gute Entscheidungsgrundlage hat. Ob man aber überhaupt der Ukraine schwere Waffen liefern sollte, wie zum Beispiel schwere Panzer, dazu gibt es mittlerweile sehr unterschiedliche Meinungen in der Bevölkerung. Zum einen gibt es hier die Vertreter, die immer noch der Meinung sind, Frieden schaffen ohne Waffen ist die beste Methode, wobei sich hier die Meinungshoheit mittlerweile sehr verschoben hat. Während dieser Slogan früher eher den Grünen zuzuschreiben war, wird dieser Slogan heute eher in die rechte Ecke oder in die linke Ecke von Sarah Wagenknecht geschoben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch starke Verfechter der Waffenlieferungen, wie zum Beispiel den Bildreporter Paul Ronzheimer. Mich interessiert jetzt einmal eure Meinung zu der Thematik Waffen liefern oder keine Waffen liefern. Was ist die bessere Methode, um für einen dauerhaften Frieden zu sorgen? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare.